Also geh doch. So. Gut, gut. Ich finde es ja toll, dass er mit diesem ganzen Equipment, das er da hat, so mit Schild und Schwert und hast du nicht gesehen und da unglaublich gut noch so fit schwimmen kann, dass er es schafft, ins Wasser zu springen, ewig lang zu tauchen und wenn er wieder rauskommt, immer noch alle Köcher, alle Pfeile im Köcher zu haben, alle Köcher im Pfeil. Ist ein Künstler, also ganz klar Künstler, Künstler. Aber da. So, jetzt sollen wir da vorne noch ein paar Krokodile essen. Warum? Naja. Weiß es nicht, aber hey, der Hunger treibt's runter, also. Who cares? Wer putzt? Das ist mal so die Frage. I don't care, ich putz nicht. Ich werde nicht kehren, nein. So, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier. Hau doch nicht ab. War doch gerade so lustig. Ach ja, die haben wir ja auch noch. Ah, nee. Ach da! Ach da bist du! Dir fehlt immer noch dein Big Boss. Was ist denn den geschickt? Das könnte ich gewesen sein, von einem Durchlaufen, so. Da ab und zu mal so Anwandlungen, weiß ich mal, irgendwelche Leute umbieten. Aber wo ist denn jetzt hier the big one? Where is the big one? Muss ja auch irgendwo sein. The big one? Da ist der Big One. Danke. Sehr nett, sehr nett. So, wir können wieder was bauen, sehe ich gerade. Was können wir denn bauen? Stabilisierungshandschuh, erhöht den Fernkampfschaden, erhöht den Schaden der versteckten Klinge. Die müssten wir eigentlich auch immer für die ganzen Attentate. Die habe ich gesehen, waren alle schlecht. So, jetzt müsste ich den mittlerweile machen können, ja. Nach einem Attentat F drücken, dann muss ich mal versuchen, mir das zu merken.
Kettattentat, Kettattentat, Kadettentat, eine lustig fröhliche Kadettentat heute im Angebot. Schauen Sie hin. Alles andere, was er mir hier anzeigt, ist außerhalb des Gebietes und weil ich nicht dort rum, sag mal, war ich hier schon mal? Bin ich hier auch schon gewesen? Sehe sich bewegende Ausrufezeichen. Da hinten scheint es gerade mächtig abzugehen. Da hinten prügeln sie sich. Ja, das mögen wir doch. Da kommen keine guten Pfeile mehr. Also ein Sperrgebiet hier. Ich entfache das Feuer! Also die Rebellen machen jetzt hier stumm. Hier sollte ich vorsichtig sein. Und ich muss das jetzt ausbaden hier. Hey, wer? Er hat gesagt, dass ich fliehen möchte. Mein einziger Plan war... Du bist am Ende. Lieber Vogel, guter Vogel. Perfekt, dankeschön. Da bist du ja. Ich glaube, du brennst. Was? Wo bist du? Du bist hinterm Zelt. Moment, was? Ich zünde das Feuer an! Darfst du gerne? Gibt es eine neue Idiotensteuer? Ja. Die solltest du zahlen, oder dein Kollege, der da jetzt gerade das Feuer entzündet. Ah, schon draufgegangen, na gut. Sehr bedauerlich, das. Na, das willst du machen. Ah, braucht man es auch weg. Schatz ist geplündert, gut. Als wäre ich nie da gewesen, oder... Oder wie auch immer. Zack, zack, bum, bum, so hätte ich es gern. So, Freunde der leichten Unterhaltung, wir gehen jetzt... Das war jetzt ein 1922 Gebiet, war jetzt schon verhältnismäßig heftig teilweise, auch ein großes Gebiet, das hat jetzt noch eine Weile gedauert. Wir gehen jetzt nach rechts und folgen diesem Pfad, okay. Das dürfte der da vorne sein. Und damit betreten wir jetzt gleich das Gebiet Gizeh. Und damit kommen wir nun bald zu den Pyramiden. Questlog ist mal eine gute Frage. Was haben wir hier eigentlich noch? Blablabla. Das sind nur die und... Ja, genau. Alles gut. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wir gucken nochmal. Nein, sind wir nicht. Wir müssen in die Gegenrichtung und dann links. Sonst laufen wir nämlich gerade schnurstracks in ein Gebiet hinein, wo wir definitiv nicht hinwollen. Hatte mich auch gewundert, sah komisch aus. Wir müssen nämlich jetzt langsam eigentlich eher in so eine Wüstengegend kommen. Genau da vorne stehen noch die Pyramiden. Da wollen wir hin. Dein Karren ist ganz schön lahmarschig, wenn ich den zu Fuß überholen kann. Wir verlassen diese lustige Gegend hier
Spaß haben wir gehabt, ist keine Frage. Freund oder Feind? Freundlicher Feind. So. Auf Wiedersehen, du komisches Gebiet. Herzlich willkommen. Gizeh. Sehr schön, sehr schön. Und nun nähern wir uns bitteschön auch dem Erfüllen der nächsten Mission. Wow, was ein fettes Teil hier. Laufen ja auch schon direkt auf das erste Fragezeichen zu. Ja, und irgendwo hier ist auch einer der Kollegen, die wir finden und eliminieren müssen. Das werden wir auch alsbald tun. Ich nehme mal an, nicht mehr innerhalb dieser Aufnahme, aber wow. Bestimmt in der nächsten. So, das ist das Fragezeichen, das wir angepeilt haben. Wow. Verlorenes Dorf. Gucken wir mal rein. Hallöche, hallo. Es gibt Ärger! Auf geht's! Oh. Völlig durchgedreht! Dafür werde ich dich abschlachten! Versuch's doch! Hab ich sie! Hast du nicht! So, ja, irgendwo sucht mich noch einer da drüben. Naja. Ich laufe hier ein bisschen rum. Ich hab gehört, hier soll es einen Schatz geben. Den, den soll ich jemanden bringen, ne? Oh, geh raus da jetzt. Das ist so albern. Ich will ja jetzt kein Verstecken hier mit denen. Einen Moment? Nein, 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 ich hab keinen Moment. Ich hab hier. Einen Schatz, Aha! Da! Hast du was dabei? Nö. Ja, bist du mir auch egal. Gut. So, egal. So, das war schon mal der da. Jetzt könnten wir hier, da müssen wir aber da vorne lang und dann abbiegen. An den Straße folgen. Und hoch in die Berge und dann gucken wir da nochmal, was es da Schönes gibt. Es laufen schon seit Ewigkeiten immer so im Kreis um die Pyramide drumherum. Und jetzt sind wir ihnen mittlerweile doch schon ziemlich nah. Versteck im erschöpften Steinbruch. Du wirst nicht entkommen! Ja. Nervt mich und ich versuche erst gar nicht, euch zu entkommen. Das ist ein großes Dingens hier. Wollt ihr noch was? Oh. So. Man muss aber auch irgendwo sagen, die haben es verdient. Ja, also irgendwie, so wie die mir hier gekommen sind und so, ne, so einen frechen Ton hier mit mir geredet haben, da musste ich einfach was machen. So. Hier sind die Oasen wieder am Ende, hier ist wieder Wüste. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hauptmann, Kommandant, zwei Schätze, alles klar. Mit ein bisschen Glück finden wir gleich die richtigen. Sauberer Headshot, damit ist er schon beinahe am Ende. Der kommt jetzt zu mir.
Kann er gerne machen. Ich erledige den so lang schon mal. Okay. Gib auf! Da! Ja. Perfekt. Perfekt. Jetzt soll ich mal überlegen, ob die hier irgendwo ein Leuchtfeuer haben, bevor ich hier weiter alles auf mich aufmerksam mache. Ja.